Aber ob der Vater des Propheten aus dem Käfer gewesen ist und auch als Käfer gestorben ist, das ist umstritten unter den Gelehrten. Viele Gelehrten sagen, dass die Eltern des Propheten aus dem als Kuffar gestorben sind und auch bestraft werden im Höllenfeuer. Andere Gelehrte wiederum sagen nein. Warum? Weil sie erklären es damit, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Sahabi getroffen hat, der zu ihm gesagt hat, was hat er zu ihm gesagt? Er sagte, ja Rasulullah, wo ist mein Vater? Er sagte im Höllenfeuer. Hadith sahih. Und dann sagt er zu ihm, komm her, mein Vater und dein Vater sind beide im Höllenfeuer. Und dann sagen andere Gelehrte, er meinte damit mit seinem Vater seinen Onkel Abu Talib. Weil der Onkel väterlicherseits wird im Arabischen auch als Vater angesehen. Die Tante mütterlicherseits wird als Mutter angesehen im Arabischen. Deswegen ist das, wie gesagt, eine Sache, die ist umstritten unter den Gelehrten. Wallahu a'lam.